Herzlich willkommen im Häkelzimmer. Ich habe von einigen von euch Nachrichten bekommen, die mich gefragt haben, was man eigentlich so braucht, wenn man mit dem Häkeln anfangen möchte. Was man sich da so an Material überhaupt zulegen muss für die ersten Schritte. Letzte Woche hat mich das die Visa gefragt, oder diese Woche war es, glaube ich, sogar noch. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal ein Video und zeige das einfach mal, was ich mir so zugelegt habe, als ich mit dem Häkeln angefangen habe. Bei mir war das während der Corona-Zeit, also ich häkel seit ungefähr 4 Jahren und habe mir da in der Zwischenzeit natürlich einiges gekauft und teilweise auch wieder verworfen, was mir dann gar nicht so gut gefallen hat. Da muss man sich einfach so ein bisschen reinfinden, ein bisschen ausprobieren, was einem selber gut liegt. Aber ich habe mir auf jeden Fall ganz am Anfang erstmal dieses Buch hier gekauft. Häkeln Schritt für Schritt heißt das, von Sally Harding. Das fand ich eigentlich ein richtig gutes Einsteigerwerk, dass man einfach mal so einen Überblick bekommt, wie geht das überhaupt, wie fange ich überhaupt an. Das beginnt einfach so damit, dass verschiedene Arten von Wolle und Garnen so vorgestellt werden und wofür man die so benutzen kann, dass man sich einfach mal so einen Überblick verschafft. Dann geht es so über Häkelnadeln, was es da so alles an unterschiedlichen Größen und Formen und Materialien gibt. Und dann im nächsten, genau, hier ist auch noch so ein bisschen Zusatzmaterial, was man sonst noch so braucht. Das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer, was ich mir da so angeschafft habe. Und dann geht es los mit den Häkeltechniken, mit diesen Grundtechniken, dass man erstmal überhaupt sieht, wie nehme ich so einen Faden auf die Hand und wie mache ich das überhaupt, dass ich Faden und Nadel sozusagen zusammenbringe und dann auch die ersten Maschen häkle. Das fand ich für den Anfang ganz gut, dass man das so Bild für Bild einfach mal so sieht und dann sich so ein bisschen daran gewöhnt und das dann selber probiert. Und ich habe dann zu Beginn eigentlich erstmal nur so Luftmaschenketten gehäkelt, um überhaupt so ein bisschen Feeling dafür zu kriegen, wie das funktioniert. Habe dann weitergemacht mit so einzelnen Reihen aus festen Maschen, ohne dass ich jetzt so direkt ein echtes Häkelprojekt am Anfang machen wollte, sondern ich wollte einfach erstmal schauen, wie geht mir das so von der Hand, funktioniert das? Und das war am Anfang ehrlich gesagt schon schwer genug, überhaupt mal so das so automatisiert ablaufen zu lassen, überhaupt mal so den Faden aufnehmen, häkeln und dann so das erste Mal so eine ganze Reihe zu machen. Da habe ich schon eine Weile für gebraucht, dass das überhaupt einigermaßen lief und nicht total krumm und schief aussah. Also das finde ich am Anfang, wenn das nicht sofort funktioniert, lasst euch da bloß nicht entmutigen. Also irgendwann funktioniert es dann doch und man gewinnt dann so ein Gefühl dafür und dann macht das echt total Spaß. Und sowas hier finde ich so als Einsteigerwerk echt ganz gut. Das muss nicht unbedingt dieses Buch sein. Es gibt ja viele andere, die das bestimmt auch genauso gut erklären. Ich habe jetzt mit diesem hier echt gute Erfahrungen gemacht, weil da dann auch später dann auch etwas kompliziertere Muster drin sind. Ich gucke da auch heute immer zwischendurch noch mal rein, wenn ich mal nach einer Idee suche, was man als nächstes häkeln könnte. Und das ist auch mit den Abkürzungen gut erklärt. Also man kann da eigentlich wirklich ganz gut folgen. Und ganz am Ende dann sind da auch einzelne Häkelprojekte drin. Also hier zum Beispiel eine Babyjacke oder Babyschuhe und auch so ein Schultertuch und solche Sachen. Also da kann man ja einfach auch dann so die ersten Sachen versuchen selbst zu häkeln und hat dann schon mal so erste Anleitungen. Also so ein Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen für den Anfang. Und dann hatte ich mir erstmal so ein Set gekauft. Das war hier in so einer kleinen Tasche. Das gab es damals bei Amazon. Ich bin nicht sicher, ob es das immer noch gibt, aber ich schaue mal nach. Und falls ja, stelle ich euch auch einen Link dazu unter dieses Video. Das, was ich jetzt hier habe, das ist jetzt nicht mehr der Ursprungszustand, in dem das war, als ich es gekauft habe, weil ich das auch schon länger, jetzt fast 4 Jahre, wie gesagt, habe. Aber ich zeige euch mal, was ich hier jetzt noch drin habe. Und das ist auch das, was da so ungefähr drin war, nur, glaube ich, in etwas anderen Mengen. Nämlich waren da erstmal Häkelnadeln in verschiedenen Größen drin. Denn man braucht ja, je nachdem, welche Wolle man hat und wie dick die einzelnen Fäden sind, braucht man eben Häkelnadeln in unterschiedlicher Größe. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine 5er. Also hier steht immer die Angabe auf der Häkelnadel, 5,0 mm ist jetzt dieses hier. Also diese Millimeterangabe bezieht sich dann auf die Größe des Hakens der Nadel. Und hier sieht man es zum Beispiel im Vergleich, das hier ist nur eine Zweiernadel, das ist dann eben ein viel, viel kleinerer Haken und ist dann eben für viel dünnere Wolle geeignet. Der größte jetzt in diesem Set, was ich jetzt hier habe, ist eine 6er-Nadel, die hat dann schon so einen etwas dickeren Haken. Ich zeige euch das einfach mal so, als dass man das mal sieht. Ich habe hier auch unterschiedliche Wollknäule. Das hier ist zum Beispiel ein Wollknäuel, das ist geeignet für Dreiernadeln. Man sieht immer hier auf der Banderole von der Wolle, steht dann hier immer so eine Angabe, dieses gekreuzte, doppelte
Nadelsymbol, das steht für Stricknadeln. Und dieses einzelne ist dann eben eine Häkelnadel. Und daneben steht dann die Millimeterangabe. Hier sind jetzt 3 mm. Das wäre also geeignet für diese Nadel. Das passt dann so ungefähr, ne, zu der Stärke der Nadel. Das sollte man eben dann immer schauen, wenn ihr am Anfang Wolle kauft, dass ihr halt guckt, dass, wie die Millimeterangabe auf der Banderole ist und dann eben die entsprechende Nadel dazu passend auswählt. Man kann natürlich immer damit auch ein bisschen experimentieren. Man kann auch immer mal mit größeren Nadeln häkeln, um dann vielleicht ein etwas lockereres Muster zu erzielen. Aber das würde ich für den Anfang vielleicht nicht unbedingt machen. Also kann man natürlich auch, wenn man möchte, aber ich fand es jetzt so, direkt am Anfang für mich war es leichter, sich einfach an das zu halten, was in den Anleitungen oder auf der Banderole halt steht, um einfach mal zu gucken, wie ist das dann. Und dann später habe ich angefangen, so ein bisschen zu variieren und selber mal zu gucken, was mir vielleicht auch gefällt. Genau, was ich für den Anfang ganz gut finde, ist so einfache Baumwolle. Ich habe jetzt hier mal so einen Knäuel rausgesucht. Davon habe ich mehrere, einfach in bunten verschiedenen Farben. Die sind für Dreiernadeln oft manchmal auch 3,5er geeignet oder auch 4er. Es gibt natürlich auch dickere Baumwollgarne. Aber sowas finde ich für den Anfang eigentlich ganz gut zum Üben, dass man einfach ganz normales Baumwollgarn nimmt. Das ist nicht allzu dick, dann nimmt man eben so eine 3er, 3,5er Nadel und kann das eigentlich ganz gut nehmen, um so ein bisschen zu üben. So die absoluten Einsteigerprojekte sind ja oft so kleine Tücher, zum Beispiel zum Spülen oder zum Staubwischen. Das kann man eigentlich super gut aus so Baumwollgarn machen. Habe ich hier auf dem Kanal auch schon ein paar Mal gemacht. Ich kann euch die Videos auch gerne mal hier drunter verlinken, falls ihr euch das anschauen möchtet. Das finde ich so zum Einsteigen und zum sich dran gewöhnen auch echt ein schönes Projekt, gerade so Spültücher, wo es nicht unbedingt so drauf ankommt, dass die jetzt fehlerfrei gehäkelt werden. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Würde ich auf jeden Fall mit Baumwollgarn machen. Ich habe auch hier nochmal so ein anderes Knäuel rausgesucht, was viel dickere Wolle hat. Da sieht man schon, hier ist ein einzelner Strang, ist viel, viel dicker als bei dem vorherigen. Das wäre jetzt zum Beispiel geeignet für eine 9er-Nadel. Die hätte ich jetzt hier. Die hat dann schon so einen richtig dicken Haken oben, sodass man eben diesen dicken Wollstrang auch gut damit packen kann. Also da würde ich auf jeden Fall schauen, wie gesagt, dass das zusammenpasst, was ihr euch da auswählt. Und was ich auch auf jeden Fall immer mache, ich wechsle immer wieder mal die Häkelnadel. Ihr seht jetzt hier diese, das ist eine andere Marke, das ist so eine Primnadel, die habe ich auch in verschiedenen Größen, also mit unterschiedlich großen Haken. Und ich finde, das geht mir oft so, wenn man so viel häkelt, so wie ich das mache, dann finde ich es immer nicht schlecht, wenn man zwischendurch mal eine andere Nadel hat. Weil ich schon merke, die fasst man dann auch immer so ein bisschen anders an und dann wird es nicht so belastend für die Finger. Denn manchmal, je nachdem wie viel ich mache, habe ich schon richtig so ein bisschen Muskelkater in den Händen. Und das löst sich bei mir immer ganz gut auf, wenn ich zwischendurch mal eine andere Nadel nehme. Also ich habe hier diese hier, nehme ich gern mit diesem Gummigriff. Weil die nicht so wegrutschen. Das finde ich immer ganz angenehm zum Halten. Und diese von Prim haben so einen ergonomischen Griff. Das ist ganz angenehm, damit zu häkeln. Mit denen häkel ich eigentlich besonders gerne. Und ich habe auch noch zum Beispiel so ein Set mit Nadeln mit einem Holzgriff. Die finde ich auch ganz gut. Die kann man auch ganz angenehm in der Hand so halten. Fühlt sich auch wirklich schön an beim Häkeln. Damit häkel ich auch sehr gerne. Sowas gibt es auch als Set bei Amazon zum Beispiel. Und dann habe ich auch noch so Kunststoffnadeln. Genau, die wollte ich euch auch noch zeigen. Die finde ich eigentlich optisch sehr schön. Das hier ist jetzt so eine Riesennadel, das ist eine 15er. Die ist schon sehr groß. Also so eine brauche ich zum Beispiel nicht sehr oft. Habe ich ganz selten mal, dass ich mit so großem Garn was mache. Aber diese Kunststoffnadeln gibt es auch so als Set in verschiedenen Farben. Ich finde, das sieht einfach schön aus, weil die so schön bunt sind. Auch die nehme ich zwischendurch mal ganz gerne, das ist so ein bisschen kühler, so vom Griff her. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man es so hält. Die haben hier noch so eine Vertiefung, da kann man schön den Daumen so reinlegen. Das finde ich auch ganz angenehm. Aber da würde ich wirklich einfach ausprobieren, was euch gefällt. Also ich finde, man muss nicht unbedingt am Anfang schon so viele Nadeln jetzt haben. Man könnte auch einfach erstmal mit einer 4er Nadel anfangen oder einer 6er oder auch mit einer etwas kleineren, wenn man jetzt mit Baumwolle anfangen will zu üben, nimmt dann vielleicht erstmal so eine 3 oder 3,5er Nadel und probiert einfach damit so ein bisschen das Feeling aus, da so ein bisschen reinzukommen und dann nach und nach kann man sich das auch zulegen. Genau, also das mache ich ganz gerne, zwischendurch einfach mal die Nadel wechseln, auch mal mit unterschiedlich großen Nadeln was machen, je nachdem, worauf man gerade so Lust hat. Einfach um die Hände zwischendurch auch mal so ein bisschen zu entspannen und auch mal ein bisschen anders dann zu halten.
Denn je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einer großen Nadel arbeitet, dann ist das natürlich ein ganz anderes Arbeiten beim Häkeln. Also ein ganz, man zieht die Wolle dann ganz anders mit viel mehr Kraftaufwand durch die Nadel, durch das Gehäkelte so durch. Und das fühlt sich schon anders an, wenn man so eine große Nadel hat, als wenn man mit kleinen arbeitet. Aber da gibt es halt, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten, einfach zu üben und sich das anzueignen. Das würde ich einfach so nach und nach machen, je nachdem, worauf ihr so Lust habt. Nadeln in verschiedener Stärke und aus verschiedenen Materialien einfach mal auszuprobieren und zu gucken, womit ihr gut zurechtkommt. Was man noch braucht, wenn man häkeln möchte, ist so ein Maßband. Das braucht man einfach, wenn man das Gehäkelte, was man dann gemacht hat, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schal häkelt, dass man einfach mal messen kann, wie lang und breit ist der Schal. Gerade auch, wenn man zum Beispiel nach Häkelanleitungen arbeitet und dann vielleicht erstmal Luftmaschen anschlägt in einer bestimmten Breite, dann kann man das hier nachmessen und kann dann später auch schauen, ob das passt, was man da angeschlagen hat. Also so ein Maßband braucht man auf alle Fälle. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Schere, die war in diesem Set mit dabei. Ist ganz praktisch, die kann man da schön mit reinmachen und hat hier auch noch so eine Schutzhülle. Ich persönlich muss aber sagen, ich arbeite eigentlich lieber mit so einer richtigen Handarbeitsschere, weil man damit einfach die Wolle ein bisschen besser schneiden kann. Also das braucht man ja eigentlich ganz am Ende, wenn man den letzten Rest vom Faden abschneidet, bevor man dann den Faden vernäht. Meine ich natürlich. Und das geht eigentlich besser mit so einer richtigen Handarbeitsschere, weil die einfach die Wolle schön sauber und problemlos durchschneidet. Aber mit diesem hier geht das auch. Also sowas gibt es in solchen Sets dann immer mit dabei. Natürlich braucht man auch, wenn man am Ende den Faden abgeschnitten hat, mit entweder dieser oder dieser Schere, braucht man auch Vernähnadeln, um das Ende vom Faden zu vernähen, damit der nicht lose an dem Gehäkelten runterhängt, wenn man fertig ist. Und die haben dann halt immer so eine etwas größere Öse und meistens eine stumpfe Spitze, sodass man dann den Restfaden gut innerhalb des Gehäkelten vernähen kann. Und diese Vernähnadeln gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Ich gucke mal gerade, ob ich hier auch noch so eine andere finde. Ja genau, ich habe auch noch welche. Hier also aus Kunststoff, die haben dann eine noch viel größere Öse und da kann man dann so dickere Wolle ganz gut mit vernähen. Sowas ist da dann auch meistens noch mit drin. Und was auch in solchen Häkelsets, Starter-Sets immer drin ist, sind so kleine Maschenmarkierer. Die kann man gut gebrauchen, wenn man zum Beispiel in Runden häkelt, dass man dann an der Stelle, wo eine neue Runde beginnt, so einen kleinen Maschenmarkierer in das Gehäkelte einsetzt, um den Punkt nicht zu verpassen, an dem eine neue Runde startet. Das wäre jetzt, also ich finde, das braucht man nicht unbedingt schon ganz zu Anfang, ist aber ziemlich hilfreich, wenn man dann anfängt, so zum Beispiel eben in Runden zu häkeln oder überhaupt Projekte zu machen, bei denen man die Reihen mitzählen will. Dann kann man sich das an der Stelle einhaken, wo die nächste Runde oder Reihe beginnt. Und was auch ganz gut ist, ist so ein Rundenzähler. Auch das ist nicht schlecht, wenn man zum Beispiel, wenn man Häkelprojekte hat, in denen sich, sagen wir mal, 4 oder 5 Reihen immer nacheinander wiederholen, dann kann man hier immer so mitzählen, dass man nicht durcheinander kommt, in welcher Reihe man ist. Finde ich ganz hilfreich für größere Projekte, wenn man große Tücher häkelt oder so, wo sich 4, 5, 6 Reihen immer wiederholen, dann ist sowas ganz hilfreich. Würde ich mir also auch zulegen. Wie gesagt, ihr könnt diese ganzen Dinge entweder in so einem Set kaufen, einfach mal schauen, das haben wie gesagt ganz viele Anbieter, nicht nur online, das gibt es auch in Wollgeschäften und teilweise, ich habe es auch schon mal bei Rossmann gesehen, ich weiß nicht, ob die das aktuell haben oder je nachdem, wo ihr wohnt, ob es das bei euch jetzt gerade gibt, weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt einige Geschäfte, in denen man sowas kaufen kann und man kann natürlich diese Sachen auch einzeln kaufen, wenn man das nicht unbedingt alles von Anfang an haben möchte. Ja, das ist so das, was ich habe. Und ich mache es auch immer, wenn ich so unterwegs bin und irgendwo was sehe, kaufe ich mir auch so einzelne Sachen einfach dazu. Ich kaufe das nicht immer unbedingt in so einem Set, sondern gerade bei Häkelnadeln mache ich es auch oft. Dann kaufe ich zum Beispiel sowas wie diese hier, einfach weil ich die schön finde. Fand ich optisch irgendwie total gut. Habe die dann deswegen gekauft. Die hat hier so einen flachen Griff zum Beispiel. Also ich habe viele Häkelnadeln, die ich einfach mal irgendwo so zwischendurch gekauft habe, einfach weil ich sie schön fand. Also da würde ich an eurer Stelle einfach probieren, womit ihr klarkommt. Und dann einfach loslegen und die ersten einfachen Projekte häkeln und einfach mal gucken, wie euch das so gefällt. Ja, ich glaube, das war so
das, was ich sagen würde, was man für den Anfang unbedingt braucht. Und ansonsten würde ich sagen, einfach ausprobieren und schauen, was Spaß macht. Ich mache jetzt erstmal gleich mein nächstes weiteres Video, das nächste Anfängerprojekt, was ich euch hier auf dem Kanal zeigen will. Und dann gucken wir mal, vielleicht habt ihr ja schon Lust, das direkt mitzuhäkeln. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.